Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Tomb Raider 3 in der, ich habe es gerade gelesen, ich muss es jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, Madubu George, ja genau, genau hier sind wir, herzlich willkommen, oh Gott, wir sind jetzt hier unterwegs, hoffentlich ohne irgendwelche Dinosaurier und ja, anscheinend werden wir gefressen, oder? Hat uns der Typ das letzte Mal erzählt? So wie das aussieht, ist hinter der Mauer King Kong, ohne Scheiß. Welche Mauer meinst du? Und das ist diese Brücke. Dreh dich um. Ja. Ah, oh, ich hab die gar nicht gesehen. Ja, Mann, und das ist diese Brücke, wo die dann das Mäuschen da runterlassen. Und dann nimmt er die mit, weißt du? Also im Prinzip bist du gerade auf King Kong-Seite. Das ist aber schlecht. Das ist aber nicht gut. Naja, geht, weil auf deiner Seite sind Dinos und King Kong selber. Auf der anderen Seite ist ein böswilliges Volk, was dich wahrscheinlich häuten würde. Ja, womit kommt man eher klar? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich dachte gerade, was kommt denn da jetzt für eine Gestalt auf mich zu? Die Welt ist über mich hinweggebrochen, Alter. Wer bist du denn? Was bist du denn für ein Echsenmensch? Was passiert hier? Die Viecher gibt es auch in Tomb Raider 6. Okay. Die haben mich vergiftet. Auch so ein grünes Gift. Yeah, genau. What? Die sind cool. Ich habe keine Medipacks mehr. Alter, die Folge fängt ja mal richtig gut an jetzt hier schon. Es ist eine Art Krokodil-Echsen-ähnliches Wesen. Es sind Reptiloiden. Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Das sind die, die nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts zwinkern. Ja, genau, und die Erde ist flach. Also pass auf, folgendes. Ich hab ja gerade das Secret aufgemacht. Mhm. Und das erste, was er gesagt hat, war: Oh mein Gott, da ist noch einer! Echsenmenschen. Ja, was hat er gesagt? Das erste, was er gesagt hatte, war: Pass auf, du musst. Es ist schwierig mit dem Level. Also. Wie viele gibt's denn überhaupt? Drei. Ja, das Problem ist, es gibt eine Stelle, die darfst du auf keinen Fall betreten, sonst kriegst du zwei Secrets nicht. Okay. Und er sagt das so locker weg, als wüsste man schon, wo die sind. Ach so. Und er sagt so, ja, also wenn ihr diese eine Route da geht, ihr wisst schon die, dann verpasst ihr die Secrets. Wenn ihr aber die andere geht, das schafft ihr schon, dann kriegt ihr die. Stark. Ohne Scheiß, das waren seine Worte. Also häufig speichern, am besten auf verschiedenen Speicherslots. Haben wir sowieso im Notfall, haben wir ja unseren Notfall-Safe. Ja, machen wir das ganze Level nochmal, jo. Ja, das geht schon. Kann man auch lassen. Guck mal, der hat eine genauso schöne Nase wie du. Ja, muss ich sagen. Und deine Augen. Ist toll. Wer hat meine Augenbrauen? Wir könnten ein wunderhässliches Kind zeugen. Also, biologisch können wir das nicht, aber. Das nimmt schon jetzt eine sehr komische Richtung an. Wir können in einer Petrischale mischen. Denkst du, die Mischung ist schon so gut? Probier mal. Ein bisschen was von Zydex, ein bisschen was von Monster. Ein bisschen was von Stali, scheiß drauf. Ah, oh, ja! Das wird ein Supermensch. Ah, oh, jetzt ist vorbei. Jetzt, oh. Natürlich Haare. Also wer an was anderes denkt bei DNA, der ist natürlich ein Schmutzfink. Blut, das ist jetzt auch, ne? Ja, wir sind ja keine Vampire. Wir könnten auch so ein Ritual abhalten. Was für ein Ritual? Weiß ich nicht, aber ich bring die Buschtrommeln. Oh nein. Oh ja. Diese Location sieht... falsch aus? Nee, warte mal. Ich wusste nicht mal, wie ich hier weiterkomme. Ich versuche mal was. Das Wasser ist sehr, sehr ungesund, finde ich, hier unten. Ich fühle es noch nicht. Also, wenn du ein Kajak siehst, ne? Mhm. Dann dreh ich um. Dann geh weg. Geh einfach weg. Denk nicht mal an das Kajak. Einfach gehen. Ich versuch's. Nein, du machst es. Oh.
Du hast gerade eine Fußdusche bekommen. Beim Asiamarkt muss man dafür 20 Euro zahlen. Symbole. Nein! Du wurdest gegrillt, aber instant. Wer macht denn da so eine Kante hin? Lol. Wir haben nicht gespeichert. Der Nebel des Grauens. Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Let's play Tomb Raider. Ich habe keine Munition. Kannst du mal auch informationsmäßig gucken, wo wir die MP und den Raketenwerfer finden? Damit wir die nicht verpassen. Das wäre lieb. Nein. Bitte? Oh mein Gott, ich habe mich schon wieder erschlagen. Du meinst die Uzis, die MP hast du schon. Ja. Die sind ja mal so creepy, diese Fledermäuse. Wann kam denn hier dieses Vieh da oben? Schieß! Ja. Und wann kam das andere? Weiß es nicht mehr. Ist plötzlich da gewesen. Aber woher? Was habe ich getan, um es zu triggern? The rocket launcher can be found for the first time in either the level or okay, dann weiß ich ja wohl. Okay. Und die Uzis? Die Uzis gab's, glaube ich. Ich speichere mal. Nicht so laut. Okay, Entschuldigung. Ich wollte deinen Guide nicht verschrecken. Entschuldigung. Die Uzis kann man in Nevada finden. Oh, das ist schlecht. Willst du mich verarschen? Nein, steht hier so. Ernsthaft, der hat mich vergiftet, egal. In Nevada kann man die Uzis finden. Okay. Und in einem anderen Gebiet. Close. Und das andere Gebiet kommt hoffentlich noch. Ja. Speicher doch mal. Geht nicht, warte. Ich muss mich beeilen. Ich bin vergiftet. Und jetzt zählt jede Sekunde. Ich find's jetzt ein bisschen schmandig, dass du jetzt deine Health Packs wieder gecheatet hast, so, weißt du? Was du redest. Du hattest eben zwei Smalls benutzt und ein großes. Also ich würde das ganz gerne auch wieder, dass du das wieder so machst, wie das halt gerade war. Das ist in einer anderen Dimension passiert. Das habe ich halt nie getan hier. Ich hoffe, du verbrennst einfach elendig. Wow. Das ist genauso wie in Rick und Morty. Ja. Die anderen Realitäten gab es nie. Ja, boom. Mir geht's gut. Na, jetzt speichert er, der kleine Stinker. Also eigentlich gab's die schon, aber... Also die Jury sagt 1 von 10. Das war scheiße. So, ne? Also nicht scheiße, aber schmierig. Was hab ich denn jetzt gemacht hier mit dem Knopf? Wie? Ich passe mich doch nur an meinen Co-Moderatoren an. Schmierig wie eine zerstampfte Made. Was du gemacht hast, du hast die Luke da geöffnet. Ich hab's gesehen. Gut. Das war mir von vornherein bewusst. Oh, jetzt fängt er schon wieder damit an. Ja. Wir haben The Room gespielt, ein Rätselspiel. Weißt du schon, ne? Ohne Aufnahme. So, ich hab das gezockt. Mit ihm hier zusammen, so über Discord und so. Gott, bist du mir auf die Nerven gegangen. Leck mich am Arsch. Es war aber auch lustig. Es war sehr gut. Jetzt muss ich überlegen. Ist tatsächlich was man auf YouTube bringen könnte, weil es eigentlich schon ein sehr geiles Spiel ist. Oder? Ja, ich meine, es gibt auch 4 Teile und jetzt warten wir einfach so lange, bis wir es wieder vergessen haben und dann machen wir das. Ja, ich muss dazu sagen, das war ein echt guter Sprung. Muss ich dir lassen, der war wirklich gut. Danke. Das ist auch das erste Mal in diesem Let's Play, dass ich überhaupt irgendetwas gesehen habe, was auch nur ansatzweise an diese Tat rankommt. Und der Rest war scheiße. Nein, war Spaß. Ich muss dich ja wieder ein bisschen... Ist dir die dunkle Stelle hinten an meinem Schlüpper? Das ist deine Kacke? Das ist vor Freude, weil du mich gerade gelobt hast. Ich kann so Emotionen einfach nicht zurückhalten. Ich dachte, du bist wie so ein Dackel und dann machst du so Freudenpipi auf dem Boden. Kennst du diese kleinen Mistköter? Wenn du nach Hause kommst, sofort Pipi auf dem Boden. Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Kennst du das nicht von kleinen Hunden? Nee. Du hast doch so eine kleine Misthöhle, oder nicht? Du gehst jetzt mal ganz dick Kacker machen. Das ist ein wundersüßer Chihuahua. Und er ist gar nicht so klein. Oh Gott, Chihuahua. Chihuahuas sind ja auch streng genommen keine Hunde. Ah, du bist tot. Mir geht's gut, wie du siehst. Nein. Wieso geht's mir? Sie ist im Stehen gestorben. Ja, sie ist im Stehen gestorben. Muss man auch mal schaffen. Da siehst du mal, wie enttäuscht sie von dir ist. Wow.
Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich auch nicht, aber wenn du einen Kajak siehst, geh woanders hin. Das ist mir mittlerweile bewusst, ja. Ja, ich. Na, bei dir weiß man ja nie. Genau, geh mal nach oben. Ich auch. Die Wand kann man nicht klettern, ne. Wieso kann man da überhaupt hoch? Ja, also, ich weiß ja nicht, ich bin da runter, hab einen Hebel betätigt und bin wieder hoch. Das war bis jetzt nicht der wirkliche Levelfortschritt, wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht hier rüber irgendwie? Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie diese bescheidene Zugbrücke betätigt. Warte mal, mach das nicht! Ah. Die Strömung war zu schwer. Schwer? Na, stark ändern, aber... Ja, was soll ich tun? Was ist deinem Adlerauge aufgefallen? Dreh dich doch noch mal um. Geh mal an die Kante. Ein Stückchen noch. Stopp. So, jetzt guck dich mal. Guck mal nach da unten. Guck mal. Nicht so weit. Genau. Kannst du, ey. Ich sehe, was du meinst. Es geht aber nicht, weil die hinter meinem Kopf sind rutschen. Da kann man nicht drauf stehen, aber auf der könnte man stehen. Du sollst da nicht drauf stehen. Du könntest daran hangeln und dann drauf stehen und dann auf den Block und dann auf den nächsten springen. Ja, doch. Das ist der Weg. Zeitex ist wieder. Da, ja. Vielleicht. Das war mir von Anfang an klar. Ja, noch ein bisschen Toleranzlevel habe ich. Denkst du, mit ein bisschen normalem Gehen komme ich da? Ja. Ja, glaube ich. Und hops. Ja, und jetzt hier nach rechts. Guck's dir an. Und das ohne Hilfe. Genau, habe ich ohne Hilfe herausgefunden. Danke dir. Danke. So bin ich richtig hier? Ja. Ja, und jetzt gehst du da den Block hoch und speicherst und jetzt auf den Block. Jetzt hier den Block hoch, ja. Und jetzt speichern. Fuck you. Hä? Ich wiederhole doch nur deine Ansagen, damit ich nichts falsch mache. Ja, klar. So. Hier. Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen höher. Mhm, oh, da rutscht du. Ja. Weißt du, wie das aussieht, das Ding? Erinnerst du dich noch in Mandalorian Staffel 1, als die Jawa das Ei gegessen haben? Ja, natürlich. Das sieht genauso aus, das Ding. Wie das Ei. Mhm. So von oben. Und dann haben die da reingegriffen und haben sich dann diesen Glibber da rausgezogen. Ja, das war schon sehr ekelhaft. Ja, das war schon sehr geil. Ich hatte übrigens mal was mit einem Java. War pelzig. War pelzig. Was haben wir jetzt bewirkt? Nein! Und du bist tot. Ich hab vergriffen. Ich hab mich... Also ich muss es erklären, ne? Also ich hab mich nicht an jemanden vergriffen. Ich hab mich an der Tastatur vergriffen. Du bist tot. Ja. Ich bin eventuell von der Steuerung abgekommen und dann... Also nicht von, also von Steuerung. Oh Mann. Ich verlaufe mich hier heute. Und du so? Ne? Das ist... Es ist halt auch wirklich nicht dein Ernst, oder? Wie sie nicht stehen bleiben konnte. Sie ist weiter getaumelt. Hast du es gesehen? Das muss was Persönliches zwischen dir und ihr sein. Beziehungsstress. Sie will einfach nicht mehr leben. Was hast du jetzt bewirkt? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Knopf gedrückt. Ja, darüber kannst du ja komplett vergessen. Nein, niemals. Wieso traust du mir sowas nicht zu? Obwohl, warte mal, guck mal. Nein, das schaffst du nicht. Boah, oder? So wenig Vertrauen hat der Junge in mich. Es ging ja um die Sprungdistanz und was Lara kann. I don't know. Sonst gibt's ja immer so eine coole Szene, wo einem gezeigt wird, so, yo, hier, die Tür ist jetzt offen. Aber tatsächlich, im dritten ja. Sehr wenig, ne? Auch sehr wenig Cutscenes, wenn man jetzt mal überlegt, im ersten noch mit Nedla hier. Ja, doch. Aber ja, wir haben schon Cutscenes. Ja, und ey. Nein. No. Ja, es gab schon Cutscenes, aber halt nicht so viele. Was du gerade da an Lauten gemacht hast?
Und du bist tot. Nee, ist okay. Was habe ich für Laute gemacht? Erzähl. Ja, ja und nein. Das kennt man mit dir aus dem Schlafzimmer. Nicht so weit unten. Was war wow, das denn? Das schwimmt kämpft weiter. Sie noch? Sie kämpft. Oh, doch nicht. Nein, getäuscht. Du machst mich echt wahnsinnig. Es erinnert mich so ein bisschen an das Video, was wir angeguckt haben von dem Typen, der mit dem Motorrad durch Afrika gefahren ist, dem sie gesagt haben, er soll auf keinen Fall anhalten. Leute auf Motorrädern werden hier erschossen. Ist sehr gefährlich. Er sollte generell nicht mit dem Motorrad da sein. Ja, und er fünf Minuten später einfach sagt so, oh Gott, hab ich Hunger, ich halte jetzt mal an. Ja. Okay, jetzt schön vorsichtig. Wir wollen ja jetzt auch mal hier ein bisschen was schaffen. Oh. Progress. Speichern. Da juckt mir die Nase. Hier auch? Speichern. Speichern. Warum hörst du nie auf mich? Puh. Jetzt speichern. Ich höre immer auf dich. Okay, ich gebe dir gleich meine Kontodaten. Und dann? Ist für einen guten Zweck. Okay. Willst du jetzt im Video mitteilen? Na, ich glaube, da liegt das, was unter das, dem Wasserfall, schau mal. Ich glaube, das wäre Arsch. Da ist was. Es schaut aus wie ein Geldbündel. Vielleicht ist oder das ein Geldbündel. Nicht. Deswegen sind wir hier. Laras verlorene Brieftasche. Alles macht Sinn. Du bist tot. Ah, Mann. Okay, neuer Versuch. Jetzt ist aber die Frage, guck mal nach links ein bisschen. Warte. Da geht's doch auch noch weiter. Da, siehst du das? Oh, das war, hast du das gesehen? Ja, du stehst zur Hälfte nicht mal drauf. Weil ich einfach eine Athletin bin. In real life, ja. Was machst du denn jetzt? Du hast gesagt, ich soll es mal probieren. Was? Bist du, hast du irgendwelche Störungen? Bleib mal da stehen. Nein! Aber du wolltest als doch ich, nach links. Als ich gesagt hatte, links, dreh dich mal jetzt nach rechts, bitte. Da hattest du diese Position und da ist eine Kante. Da meinte ich, rechts von dir ist eine Kante und da links ist eine Kante. Es ist mir egal, ob ihr das ist. Oh mein Gott, die bringt mir was. Let's go. Ja, geht nicht, weil er jetzt gleich ein Block kommt. Shake that booty. Da kommt aber ein Block. Und jetzt stirbst du. Ja, du glaubst ja auch, dass du immer alles besser weißt. Na, ist halt häufig so. Ich hab den nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Also ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn nicht wahrgenommen als Hindernis. Ich krieg von dem ganzen Klettern Rückenschmerzen. Dein Ernst? Wow. Jetzt? Ja, jetzt sind wir wieder am selben Arsch, wo wir eben waren. Ja, das ist irgendwas, wahr. Irgendwas ist passiert mit den zwei Knöppeln. Das geht auf Zeit, das ist es. Ja, dann kannst du ja aufhören. Geh nochmal auf diese Plattform links. Nach unten? Ja, darunter musst du sowieso irgendwann. Ist nicht dein Ernst. Es ist eine Wasserwüchse. Ja, wegen meiner auch das. Jetzt warte mal, pass auf. Kannst du so ein Jump machen, so, weißt du? Ah, du eckst dann oben an, das ist halt richtig scheiße. Die haben aber auch, das sind aber auch Füchse gewesen, ne? Nee. Spring mal auf die andere Seite vielleicht. Aber das wird niemals reichen von da. Na. Wohin? Warte. Wohin? Oh, es geht. Du Wassernixe, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Es geht. Es geht. Aber auf der anderen Seite. Warte, gleich. Ich warte. Ich habe die Entdeckung gemacht.
Ja, am Ende ist eh wieder nichts. Nein, Mein es geht Glückwunsch. nicht. Ja. Schön, haben wir das auch geklärt.